Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber und alle, die es noch werden wollen. Und willkommen zurück zu Risen 3 Titan Lords. Ja, wir können jetzt in die Schattenwelt sehen. Wir haben zumindest die Möglichkeit dazu und das werden wir mal tun. Durch zusätzliche Fähigkeiten kannst du lernen, bestimmte Objekte in der Schattenwelt leichter zu erkennen. Wo ist Patty? Ich sag doch, sie und ihre Jungs sind nicht mehr an der Krabbenküste. Sie fuhr mit ihrem Kahn nach Takarigua. Soviel ich gehört habe, will sie dort jemanden finden, der ihr die Schatzkarte der Krabbenküste verkauft hat. Klang nicht so, als würde das eine freundliche Begegnung. Kennst du jemanden auf Takarigua? Der alte Leuchtturmwärter Jack hat dort seinen Turm. Aber wer weiß, ob er überhaupt noch lebt. So, wir haben zwei neue Quests erhalten, die wir im Moment nicht ansehen können. Warte hier. Sicher. Aber jetzt können wir nämlich reingucken. Und zwar... Genau, wir sollen den Leuchtturmwärter Jack auf Takarigua finden und unsere Schwester Patty sollen wir auch finden und die soll sich auch auf Takarigua befinden. Gut. Wer bist du eigentlich? Ich bin Bones. Wir sind uns vor Jahren schon einmal über den Weg gelaufen. Aber ich glaube kaum, dass du dich in deinem Zustand noch daran erinnern kannst. Ich habe deine körperlichen Überreste mit meinen erbärmlichen Voodoo-Fertigkeiten aus dem Todesschlaf geweckt. Der letzte, bei dem ich so etwas versuchte, hatte nicht so viel Glück. Aber lassen wir das. Ich bin froh, dass es überhaupt geklappt hat und du nun einigermaßen lebendig hier vor mir stehst. So gesehen bin ich der letzte Freund, der dir in dieser trostlosen Gegend noch geblieben ist. Wer hat dich eigentlich geschickt, mich wiederzuerwecken? Ich bin ein Pirat, genau wie du. Naja, zumindest warst du mal einer. Du warst ein Mitglied einer einst sehr mächtigen Piratenvereinigung. Der Rat der Kapitäne auf Antigua. Admiral Alvarez führt diesen Rat schon seit vielen Jahren an. Er war es, der mich auf die Suche nach dir schickte. Alvarez macht sich Sorgen um seinen Schützling. Woher wusstet ihr, wo ihr mich findet? Das war nicht schwer. Jeder Halunke der Südsee wusste, dass du den Schatz der Krabbenküste heben willst. Du solltest dem alten Mann besser mal ein wenig unter die Arme greifen. Alvarez hat so seine Schwierigkeiten auf Antigua. Der Fortbestand des Rates der Kapitäne steht auf dem Spiel. Hast du gerade mal einen Moment Zeit? Klar, schieß los. Ich habe geträumt. Fängst du nun auch damit an? Ich habe eine Insel gesehen und Nebel. Und? Und Blauröcke, einen ganzen Haufen davon. Ich bin mir sicher, diese Eingebung hat etwas zu bedeuten. Wir sollten der Sache nachgehen. Also, was sagst du? Wo genau liegt diese Insel denn? Naja, so sicher bin ich mir da nicht. Aber ich habe da so ein Gefühl. Na, immerhin bist du zuversichtlich. Absolut. Wirf einen Blick auf deine Seekarte und immer der Nase nach. Nebelinsel, wir kommen. Mir fällt da gerade etwas ein. Jetzt spann mich nicht auf die Folter. Folter? Klingt gut. Lenk nicht ab. Was wolltest du von mir? Hast du schon mal von der Insel der Diebe gehört? Nicht wirklich. Was ist das für ein Ort? Eine Insel, die von Gnomen bewohnt wird. An und für sich ein recht friedliches Plätzchen. Aber?
Anscheinend sind dort vor kurzem auch Kobolde an Land gegangen. Und? Und das bedeutet Ärger. Wenn die Route es zulässt, sollten wir dort mal nach dem Rechten sehen. Schließlich gibt's dort sicher was zu holen. Dann bin ich dabei. Hi, Captain. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Takarigua und finden unsere Schwester. Bring uns an Bord deines Kahns. Klar, am besten wir nehmen das Boot. Das geht am schnellsten. Okay, das ist also das Boot von Bones. Und wohin jetzt? Vielleicht sollte ich erst Bones fragen. Wo finde ich mächtige Zauberer? Es gibt einige starke Zauberer in der Südsee. Viele von ihnen sind die geistigen Führer einer Gemeinschaft. Es täte dir gut, dich einer starken Gemeinschaft anzuschließen. Sie werden dir helfen, deine alte Stärke wiederzuerlangen, nach deinem tödlichen Winterschlaf. Wo sind die verbannten Magier? Soviel ich weiß, haben sie sich auf der Donnerinsel Taranis niedergelassen. Sie graben dort zusammen mit den Gnomen die gesamte Insel um, auf der Suche nach kleinen magischen Kristallen. Nur die Magier selbst wissen, wozu das gut sein soll. Die Eingeborenen sind starke Voodoo-Zauberer. Das ist wahr. Der Stamm, der für dich am interessantesten sein dürfte, befindet sich auf der Insel Kila. Starke Krieger, mächtige Schamanen, ganz großes Voodoo. Ich denke, du wirst dort finden, was du suchst. Ich könnte jetzt einen Druiden gebrauchen. Ich hörte von einem Druiden in Kalador. Ich glaube, sein Name war Eldrick. Er soll dort der geistige Führer der Dämonenjäger sein. Diese dunklen Krieger sind sehr stark und haben ihre ganz eigene Art der schwarzen Magie. Könnte mir gut vorstellen, dass sie auch bei deinem Geistproblem helfen können. Was ist mit der Inquisition? Diese schießwütigen Musketenträger haben schon lange ihre Vormachtstellung hier in der Südsee verloren. Nun, die Zuckerrohrplantage auf Takarigua wird immer noch betrieben, soviel ich weiß. Ziemlich fraglich, ob diese zugeknöpften Blauröcke dir wirklich helfen können, aber wer weiß. So, ich denke, jetzt hast du genug Anhaltspunkte, einen mächtigen Zauberer zu finden. Du musst dich nun entscheiden, wen du davon um Hilfe bitten willst. Komm mit. Klar. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir endlich nach Takarigua können. Genau. Und dann schauen wir mal, das ist die Krabbenküste, das ist Antigua, da ist Takarigua. Und da werden wir jetzt gemeinsam hinschippern. Und da muss man ja sagen, da hat Piranha Bytes ja wirklich ganze Arbeit geleistet. Also die Grafik ist wirklich der Hammer. Was um alles in der Welt ist das? Der Grund, warum Admiral Alvarez dich sehen will. Geisterschiffe? Ich habe so eins schon mal gesehen, aber das war in einem Traum. Nein, 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 das ist kein Traum. Es ist Crow. Piratenkapitän Crow. Dieser Halsabschneider? Der ist doch schon lange tot. Er ist aus dem Schattenreich zurückgekehrt und entert jedes Schiff, das sein Wasser kreuzt. Mit seinen Schergen und seiner verfluchten Flotte. Schattenreich. Wir müssen hier verschwinden. Wenn sie uns entdecken, sind wir erledigt. Kapitel 2, neue Verbündete. Aber ich schau mal eben in mein Inventar. Und werde mich mal eben wieder
einkleiden. Da. So, Füße, da dann mal die Kapitänstiefel, ganz klar. Ohrring haben wir auch. Und das Amulett haben wir noch nicht, das werden wir aber garantiert finden. Ja, und das war's. Und dann würde ich mal sagen... Ich mach mir langsam ernsthaft Sorgen um dich. Du siehst furchtbar aus. Hau dich mal für ein paar Stunden ins Bett. Naja, wenn ich das nächste Mal einem Bett begegne, werde ich es benutzen. Hoffentlich. Was machen wir mit diesem Kristallportal auf der Krabbenküste? Solche Kristallportale bilden irgendwie eine Brücke zwischen unserer Welt und dem Reich der Schatten. Diese Welt, wohin unsere Geister verschwinden, wenn wir sterben, ist eine gänzlich andere Existenzebene. Sie ist voller Schatten und Illusionen. Nur selten kehrt jemand zurück, der einmal dort gewesen ist. Du hast mit den Dingern schon Erfahrung? Nein, ich weiß nur, was sie hervorbringen. Seelenlose Kreaturen, die uns nach dem Leben trachten. Aber ich bin kein Experte. Frag lieber noch einmal einen Zauberer, der sich besser damit auskennt. Wie hast du deinen Geist wiedererhalten? Vergiss es. Das war etwas völlig anderes. Die Geister fanden damals noch ihre wohlverdiente Ruhe auf der Insel der Toten. Diese Insel ist jedoch verschwunden. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Wie ist das möglich? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich weiß, dass wir uns in Acht nehmen müssen. Irgendeine Macht im Schattenreich greift mit seiner Klaue nach der Welt der Lebenden. Und sie ist sicher kein Freund der Menschen. So viel steht fest. So, ich würde sagen, wir betreten Takarigua und das machen wir dann in der nächsten Folge Risen 3 Titan Lords. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Bye Bye.